Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind hier gerade. Was waren wir da in der letzten Folge? Ich weiß gar nicht. Beim rote Überriese mit Fitz. Doch, natürlich waren wir, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Erinnerung mehr. Aber wir sind hier beim rote Überriese mit 40 Sonnenradien. Es gab zwei terraformierbare Planeten, zwei Wasserwälder. Alles schon abgefrühstückt. Und wir machen uns weiter auf den Weg. Und zwar hat uns der gute Kupi Nummer 2, der Ossi, zwei weitere rote Überriese geschickt. Und da fliegen wir hin. Also zumindest gucken wir mal, wie weit wir kommen, weil es ist nicht so weit, es sind nur drei Sprünge, aber wir wissen, was in drei Sprüngen alles passieren kann. Wir können so viel Terraformierbare auf uns warten. Biokram. Wer weiß das schon? Oh, man könnte eventuell auftanken. Okay, gut. Hier erwartet uns nur ein einsamer F-Stern. Ja, auch gut. Hier, ein bisschen Sprit haben wir auch mitgenommen. Das ist gut. Ja, Temperatur kann schon wieder runtergehen. Wir sind doch schon wieder vom Stern weg. Alles gut. Mhm. Ein roter Zwerg. Ich denke, da kommen wir noch locker hin. Ja. Außer hier artet es komplett aus bei dem roten Zwerg, aber das sehen wir dann. Und dann muss ich mir noch auf die Karte gucken, ob hier noch was ist. Also wir haben noch Bookmarks, aber ich muss mich hier mal ein bisschen genauer umgucken noch. Das muss auch Sinn. Nur noch 7 Lichtjahre. Oh, 16 Objekte. 7,8. Gut. Noch ein bisschen Abstand. Das reicht dicke. So. Die Werkstuhl entfernt. Ende 40.000. Das geht jetzt sogar noch. Asteroidengürtel sind hier. Okay. Und jetzt haben wir noch ein paar Eisplanete. So, kurzer Blick auf System. Hochmetallische Welt, Argon und nichts, Argon, nichts, Argon, nee, Neonreich, nichts, okay, gut. Dann würde ich sagen, weiter, ein roter Überriese. So ein Zufall, da haben wir in der letzten Folge, roter, oder haben wir es nicht, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war, ich habe keine Erinnerung mehr. Auf jeden Fall ein roter Überriese entdeckt und kaum meldet sich der Ossi und genau, es schickt noch zwei andere. Nicht schlecht. So eine Überriese kann man auch nie genug haben, die ist auf der Karte so schön als K-Sterne tarne. Vier Objekte, das ist nicht viel. Mal schauen, ein roter Überriese mit 40 Sonnenradie, 2,4 Sonnenmasse. Ja, 800 Lichtsekunden weg. Nö, da brauchen wir nicht hin.
660 Kilometer, keine Atmosphäre, keine Vulkanität oder vulkanische Aktivität. Vulkanität ist ein bisschen komisch. Was? Energietuning fehlgeschlagen. What? Muss ich das Schiff in die Werkstatt bringen oder was? Was soll die Meldung? Das irritiert mich ein bisschen. So, warte mal, was war? Moment, Moment, Moment. Oh, ein O-Stern. Okay. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch ein paar M-Riese. Lass uns mal die schnell angucken, ob es was Besonderes ist. Also, wie gesagt, die rote Überriese, die sehen auf der Karte aus wie wie Orangenriese. Deshalb. Mal gucken, müssen wir überhaupt als nächstes hin? Dahin. Okay, da können wir den O-Stern auf jeden Fall mitnehmen. Das ist hier. Das ist verrückt, wie viel rote Riese hier sind. 1600 Lichtjahre über der Ebene. Scheinbar auch hier schlechter Platz. Muss ich doch mal so sagen. Okay. Das ist okay. Okay, alles klar, wir sind schon weit genug weg. Wir hatten gerade noch die äußeren Bereiche von dem Stern gestreift. Ja, was sind die halt auch so groß, die rote Überriese? Naja, nichts passiert. Noch genügend Luft, aber. War noch nicht mal kritisch vor. Habe mich gerade nur gewundert, wieso der Tankprozess nochmal angeht, während wir hier schon der FSD aktiviert haben. Naja. Ja, jetzt auf Emo. Da war doch irgendwas in der dran in der Ringo. Oh, wir sind schon fertig. Okay, lass uns mal gucken. Ein O-Stern mit 28 Sonnenmasse, nicht schlecht. Ein B-Stern, der ist wohl wahrscheinlich ein dran. B und C, guck mal, die sind nur zwei Lichtsekunden auseinander, so grob. B-Stern, 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 T-Tauri. Okay. Warte mal, da fliegen wir mal ganz grob an dem Dorf vorbei, ob wir schon was sehen. Oh, guck mal hier. Oho. Oh, nice. Nice. Sehr schön. Kommodor. Ist doch schon mal nicht schlecht hier. Nicht schlecht. Gefällt mir. Temperatur ist stabil. Dann, genau, den da haben wir einfach nur so gefunden. Was ist, sagen wir schon. Achso, da waren wir erst. Okay, alles klar. Ein orangener Riese ist hier. Interessant. Moment, dahin wollte ich aber hin. Oder Überriese, genau. Lass uns da mal die Dings peile. Und wir gucken mal so, ja, mehr oder weniger grob entlang des Weges. Also die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Und hier mal, guck mal, ein O-Stern. Da könnte man sie eher schön. Ja, das ist doch okay. Das ist verrückt hier. Gott, ja, Streckenplanung genommen, rote Riese mal. Oh, was ist das? Oh!
Ein gelb-weißer Überriese. Ach nee, ein weißer Überriese. Hallo? Nee, oh, hallo, Kommodor. Nee, Moment. Da waren wir schon. Ja, da bin ich eigentlich auch so Spezialist für, um so Dinge mehrmals anzufliehen und so zu checken. Das kann ich relativ gut. Haben gerade noch so gemerkt. So. Das müsste jetzt zwei Sprünge sind zu dem O-Stern. Nein, wir lassen uns einfach mal überraschen, was wir bei dem F-Stern hier haben. Ja, hier ist so einiges. Gut, das müsste reichen. Gasräser haben wir auch, zumindest einer. Nö, sogar mehr. So, B-Stern, wie weit bist du weg? N60.000, das ist noch moderat. Oh, terraformierbar. B2. Nur B2 ist terraformierbar. Da müssen wir doch wohl hin, würde ich sagen. Biosignale gibt es hier nicht. Ah, hier gibt es wirklich nichts außer der terraformierbare. 60.000. Naja, dann. Dann würde ich doch sagen, ich fliege mal schön hin. Das dauert jetzt ein bisschen. Und ja, wir sehen uns dann bei dem Planet wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon fast in Scan-Reichweite. Allerdings auf der Nachtseite, aber das ist, glaube ich, egal, weil man kann eh nicht drauf landen. Insofern ist es okay. Wäre nur verwunderlich, wenn wir hier ein paar Lichter drauf sehen, aber glaube ich eher nicht. Huch, Raxala auf dem Planet, Raxla auf dem Planet, wo du nicht landen kannst. Welche Enttäuschung. Nee. Ich war nicht untätig. Ich habe ein bisschen auf der Karte gewühlt, ein bisschen was markiert. Nicht viel. Okay, wenn du anfängst, alle rote Riesen und schwarze Löcher zu markieren, dann wäre schon irgendwie fertig. Was habe ich denn markiert? Ich habe noch ein Überriese gefunden, Oroda, und. Ah, ein System mit zwei rote Riese, glaube ich. Genau. Also wenigstens etwas. Aber ich musste unbedingt noch gucken, hier in der Gegend versteckt sich bestimmt noch mehr. Auch ein Überriese habe ich noch gefunden, aber der ist ein bisschen weiter weg. Genau. Da. Ja. Also es bleibt genug zu tun hier. Wir können uns hier Zeit lassen, denke ich. Das ist eine gute Idee. So, weiter im Text. Ach, stimmt, der O-Stern, genau. Den haben wir nur zufällig gefunden. Ach, O-Stern habe ich auch noch markiert. Auch noch ein weiterer. Da gibt es ja auch ein paar. Und ich denke,
Immer wenn es O-Sterne gibt in der Gegend, dann ist es eine gute Gegend. Weil es gibt viele Gegenden, wo es die nicht gibt. Insofern. Sehr schön. Okay, hier ist schon wieder nichts. Also nichts weiteres. Ein O-Stern mit 70 Sonnenmasse und ein B-Stern mit 11 und ein B-Stern mit 4,5. Gut, gut. Gut, gut. Nimm mal aber alles. So, muss ich mal. Eieiei. So, ihr seht schon, hier ist ein bisschen was dazukommen. Ich muss hier schon peilen, wo müssen wir dann hin eigentlich? Verstehen? Okay. Das ist so der Überriese. Und du bist. Oh, O-Stern. Komm, dann machen wir sie erst das hier. Moment. Ja, dann machen wir doch das hier. Da wollte man nämlich hin. Das ist dann nämlich der rote Überriese Nummer 2 vom Ossi. Also der Tipp. Das passt hier dann richtig gut. Entdeckt, wunderbar. Oh, 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 oh. Es hagelt Rekorde. Also, ein roter Überriese mit 41 Sonnenradien, 2,5 Sonnenmasse in Bekleidung von einem F-Stern und einem K-Stern. So, lass mal gucken. Dieser rote Überriese ist bis jetzt unser größter, also im Radius, 41 Sonnenradien. Dann ist es auch der schwerste mit 2,54 Sonnenmasse und der heißeste mit 4892 Grad. Interessant. Finde ich gut. Hat sich auch gelohnt. Bild von dem wär wunderbar. Ich nehme mal ein bisschen näher an. So. Wie machen wir das Bild am besten? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ja. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Ist mal was anderes. Denke ich doch. Und können wir da? Nein. So, wunderbar. Dann Temperatur ist safe. Wir haben aufgetankt. Sehr schöner Tipp. Danke, Ossi. Genau, weiter im Programm. Oh, noch Biosignale. nur kurz gucken, was hier noch rumschwirrt. Also. Hier kann ich wirklich schwarze Lochtouren machen. Schwarze Lochtouren und O-Stern-Touren kann ich, Quatsch. Rote Riesentouren kann ich hier machen. Das ist Wahnsinn. Vielleicht sollte man mit dem nächsten auch die Riesentour machen. Andere Raumschiff, wo du so garantiert direkt anspringen kannst. Oh, wow, what the fuck, Alter. Ah ne, hier waren wir schon. Ich war aber verwirrt, weil hier hätte man ein schwarzes Loch mit einem orangen Riese. Dachte ich, das ist was Besonderes, aber nee, guck mal, hier waren wir schon. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt.
Naja, ich denke, so System kannst du auch mal. Das würdest du mal angucken. So, da mal auf. Und ich würde sagen, beim nächsten Vorkommen auf dem Biosignal wird nur gelandet. Das geht ju so nicht weiter. Wir haben zwar schon fast 40 Millionen an Scandaten, aber keine Biosignale. Aber keine Bioproben. Der Rang, der langweilt sich. Da ist auch sonst nichts. Okay. Auch gut. Und noch ein O-Stern. Sehr gut. Okay, der ist wieder allein hier. 25 Sonnenmasse. Ja. Ja, das ist doch nicht verkehrt, würde ich sagen. Moment. Du musst machen. So. Genau, dann. Na komm, was bist du? Ganz normaler Riese. Weg. Mit dem Bookmark. Oh, oh, oh. Ein S-Stern, S5. Guck mal, hier direkt in der Nähe. Ja, wieso nicht, oder? Nur mal gerade ganz schnell prüfe, was man hier noch sieht. Bist du ein DA-Stern? Okay, sind hier auch weiße Zwerge. Ich kenne schon wirklich von. Von M-Stern zu M-Stern springen, von Rote Riese zu Rote Riese springen. Mit Anaconda sowieso. Mit hier könnte es ein bisschen eng werden mit dem Tor, aber mit der Asp ist das auch schon klappe. Heieiei. Ja, 12, das geht noch. Nummer 1 ist direkte Gasriese mit Monde. Okay,
Und da haben wir auch schon was Terraformierbares hier. Ist ja schon mal gucke. Ein S-Stern. 0,9 Sonnenmassen, 29 Sonnenradien. Interessant. Und hier, der ist terraformierbar. Ja. Da müssen wir wohl, ist gar nicht so weit weg. Das ist doch machbar. Wundert mich, das kann so bei so einem S-Stern immer ein bisschen weiter draußen. Ja, aber ich glaube, wir haben es damit für heute noch ein paar schöne Funde gemacht. Rote Überriese, O-Sterne. Hier sogar noch ein S-Stern. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Ich scanne den Planet jetzt noch, gucke mich noch ein bisschen auf die Karte um. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin dann. Bye-bye.